Ja, bei mir war es so, ich war schon in einer Therapie, in einer tiefen, psychologisch fundierten Gesprächstherapie und kam letzten Endes nicht weiter. Und also kam nicht weiter im Sinne von, klar, es hat mir das gebracht, ich bin, hat Fortschritte gemacht, aber ich habe an einem bestimmten Punkt festgestellt, dass ich sozusagen immer nur auf der Stelle trete und irgendwie, egal was ich da an die Hand bekam, ging es nicht weiter. Und tatsächlich ist es so, dass meine Frau letzten Endes auf ihre YouTube-Videos gestoßen ist. Das haben wir uns angeguckt und haben uns da in vielen Sachen wiedergefunden. Also ich mich natürlich auch. Und auf Grundlage dessen haben wir dann sozusagen den Kontakt aufgenommen, ja, um halt so die Probleme, die man halt hat, in meinem Fall ist es so, die Emotionsregulation zu bearbeiten. Ich werde halt relativ schnell kalt, also beziehungsweise kommen so eine Art Freeze. Und ziehe mich dann eher zurück. Ja. Und um das zu bearbeiten, sozusagen, meinen Wunsch nach mehr Empathie und Selbstakzeptanz nachzukommen, habe ich bei Ihnen dann die Therapie angefangen. Tatsächlich die Lehrvideos, also zum einen sozusagen das Wissen, was vermittelt wird, um die ganzen, wie soll ich sagen, Zusammenhänge zu verstehen. Denn was ich ja auch in meiner Therapie letzten Endes irgendwie gelernt habe, okay, also in meiner vorigen, davon spreche ich jetzt, ist halt, dass ich zwar viel Wissen mitbekommen habe, theoretisches Wissen, aber gerade solche Sachen, die den Körper betreffen, also dass man auch den Körper quasi mit einbeziehen muss und so auf seine Regulation ja, kommt und achten kann. Das wird einem ja nicht beigebracht. Und das ist halt das, die Lehrvideos und dann halt die einzige Coachings mit Ihnen. Das ist für mich so tatsächlich so das die optimale Kombination letzten Endes gewesen. Und das spielt halt tatsächlich auch für mich noch mit rein, dass ich mich bei Ihnen halt auch sehr gut aufgehoben fühle, weil ich halt weiß, oder um viele Situationen, die Sie selber erlebt haben, weiß sozusagen und auch das Gefühl habe, mit jemandem zu sprechen, der das auch verstehen kann, eben weil er das ja selber auch erlebt hat. Das ist ja auch ganz oft so, dass man mit dem nicht das Gefühl hat, also, oder hatte ich nicht bei meiner anderen Therapeutin, dass sie mich zwar grundsätzlich versteht, aber sich nicht, ich sage es mal, einfühlen kann. Ja, so der größte Aha-Moment oder die größten Aha-Momente sind tatsächlich bei mir so, wenn ich beobachte oder mitbekomme, was ich so für Probleme, so Probleme in Anführungszeichen, mit meinen Kindern habe, dass das letzten Endes nur ein Spiegelbild meiner eigenen Erziehung beziehungsweise meiner eigenen Entwicklung letzten Endes ist und ich in diesen Konflikten letzten Endes den Konflikt weiterlebe, den ich selber erleben musste. Und der Aha-Moment daran ist letzten Endes auch noch dann, dass wenn man bestimmte Techniken anwendet, man sich selber in so eine Situation auch wieder reinbegeben kann, um selber sein inneres Kind sozusagen zu trösten und aufzufangen und danach festzustellen, wenn in so einer Situation, also bei mir war es explizit das Weinen meiner Kinder, wenn es nicht aufgehört hat, ich sie nicht beruhigen konnte, wurde ich wütend und die Situation haben wir aufgelöst und seitdem wurde es immer weniger, immer schwächer sozusagen, das Wutgefühl, oder kam gar nicht mehr hoch. Und tatsächlich ist es jetzt auch einfach weg. Und das ist so für mich so einer der großen Aha-Momente, so dass es halt wirklich dann Klick macht und man versteht, das liegt daran. Und wenn man sich um sich selbst kümmert, auch im Inneren, mit dem inneren Kind, dann ja, kommt halt ein Schritt Heilung. Das ist sehr schön. Also wie ich schon gesagt habe, dieses 1:1 in Kombination mit der Online-Akademie, das hat mir so viel gebracht, ja, weil es einfach so ein Wissen, so ein Verständnis nochmal schafft für den Körper, für die Mechanismen dahinter. Weil oftmals ist ja auch so, dass man denkt, was stimmt nicht mit mir? Also warum ist das nur bei mir so? Und dann zu lernen, dass vieles letzten Endes an der veränderten Hirnstruktur und Chemie halt liegt. Und man das halt tatsächlich beeinflussen kann. Und ich sag mal, es klingt irgendwie vielleicht komisch, aber dass man halt eben nicht selbst schuld daran ist, sondern dass der Körper halt in diesem Moment so funktioniert. Und man das aber beeinflussen kann. Das ist so, ja. Und deswegen, das war für mich die Online-Akademie und dann die 1:1 Betreuung sozusagen. Ja, ich achte mittlerweile viel besser auf mein Körpergefühl, beziehungsweise also ich fühle mehr in meinen Körper hinein. Ich stelle fest, dass ich erschöpft bin und versuche dann auch daran, also wenn es natürlich passt und möglich ist, danach zu handeln, mir dann so Pausen zu schaffen,
oder durch andere Körpermethoden sozusagen einen Ausgleich zu schaffen. Und dieses Bewusstsein, wann man Pause und Auszeit braucht, sozusagen, schafft halt ein größeres Toleranzfenster. Und das ist letzten Endes das. Durch diese Achtsamkeit, Körperachtsamkeit, hat man auch ein besseres Bewusstsein dafür, wie viel man noch ertragen kann, in Anführungszeichen, bis es letzten Endes zu viel wird. Und das ist so, ich glaube, der Schlüssel dazu, immer darauf zu achten, so ein bisschen in seinem Toleranzfenster zu bleiben. Und ja, dann wird doch vieles leichter. Also letzten Endes, glaube ich, das haben wir schon ganz gut erreicht. Da bin ich natürlich noch lange nicht am Ende, das ist klar. Das ist halt wirklich ein langer Weg, aber es ist halt schön, dass man diese Schritte, diese Fortschritte sieht und dass man sich auch im Leben immer wieder, ich sage jetzt mal, ertappt in Situationen, wo man denkt, ah, jetzt hast du das und das schon wieder gesagt, das willst du eigentlich nicht. Und dann durchdenkt man es und das wird halt peu à peu immer wieder, wird es weniger. Und irgendwann, in manchen Situationen ist es auch schon so, dass dieser Switch schon erfolgt ist, dass eben so eine Situation nicht mehr zustande kommt, weil man im Vorfeld schon weiß, ach, wenn du jetzt sozusagen darauf auch noch weiter einsteigst und dich aufregst, dann eskaliert es so. Ja. Deswegen, also letzten Endes so diese Bewusstsein, das Körperbewusstsein und darauf zu achten, dass das Toleranzfenster nicht ja, überschritten wird. Ja, also weiterempfehlen würde ich es auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich lange über die Frage nachgedacht, an wen ich es weiterempfehlen würde. Weil pauschal ist mir auch in den Kopf gestiegen, es einfach zu sagen, alle. Aber das ist irgendwie so. Das ist halt so einfach, wenn man sagt, einfach an einen. Also ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der so wie ich eine Therapie macht, also schon quasi den Schritt gegangen ist, zu verstehen, er braucht irgendwie, er hat einen Bedarf und möchte eine Therapie machen. Und wenn diejenigen sozusagen feststellen, sie kommen nicht weiter, da dann doch mal vielleicht in die Richtung zu gucken. Schlussendlich ist es aber tatsächlich so, dass ich trotzdem sagen würde, auch pauschal alle, denn ja, viele oder die meisten Probleme, bin ich mir der Ansicht, also auch wenn ich mich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis umgucke, die resultieren schon irgendwo auch aus der Vergangenheit sozusagen mit deren Eltern und den, ja, vielleicht auch den komplexen Traumatisierungen, die sie erlebt haben. Und vielen ist es einfach nicht bewusst. Das ist so, das ist meine Feststellung. Vielen ist es nicht bewusst, dass es eine komplexe Traumatisierung ist. Und deswegen ist es halt schwer zu sagen, pauschal alle, weil das muss ihm erstmal bewusst werden. Aber auf dem Weg letzten Endes, wenn jemand eine Therapie macht, kommen vielleicht viele auf den Gedanken, dass das irgendwo, wo sie stehen, noch nicht ausreicht und fertig ist und sie dann halt weitergehen und doch so eine Therapie vielleicht anstreben. Denn ich, wie ich schon gesagt habe, dass der ganze Körper mit einbezogen ist, das ganze Wissen, was man drumherum kriegt, das öffnet einem viel mehr das Bewusstsein dafür. Weil, ja. Das, kognitiv zu verstehen ist das eine, aber dann festzustellen, dass der Körper eine ganz große Rolle spielt und da auch ganz viel ja, mitspielt, das ist halt nicht so, nämlich viele denken, dass der Kopf quasi den Körper steuert. Es ist auch umgedreht so, der Körper steuert auch sehr viel den Kopf. Das muss man erstmal wissen. Deswegen eigentlich alle. 'Cause it feels like home.